Über 500 im Kinderschutz tätige Akteure sind am 7. Mai auf Initiative der Stiftung Hänsel und Gretel ins Kongresszentrum Karlsruhe gekommen. Anlass war der Kinderschutzkongress 2010, bei dem sich die Teilnehmer über die aktuellen Entwicklungen im Kinderschutz austauschen konnten und wertvolle Anregungen für ihre eigene Praxis und Vernetzungsarbeit erhalten haben. Im Jahr 2003 hatten wir schon einmal einen Kinderschutzkongress auch an gleicher Stelle, weil wir denken, dass es ganz neue Erkenntnisse in den letzten 7 Jahren gegeben hat, die es wert sind, wirklich neu auch aufgearbeitet zu werden, die Fachleute untereinander diskutieren zu lassen. Und dafür war es wirklich gelungen, weil wir ein ganz besonderes Modell einfach gewählt haben. Jeder der Kongressteilnehmer hat alle Fachforen durchlaufen und somit wurde ganz bunt diskutiert, alle Professionen, die vertreten waren, ob es Justiz, ob es die Sozialarbeit war, ob es Lehrer waren, in der Ausbildung befindliche Lehrer, all diese Menschen waren gemischt in diesen Foren und somit wurden auch alle Blickrichtungen des Kinderschutzes diskutiert. Der Kinderschutz steht vor neuen Herausforderungen, betonte Professor Dr. Klaus Hurlmann in seinem Impulsvortrag zum Thema Kinderbewusstsein, was ist das? Ich will Ihnen kurz sagen, dass in der wissenschaftlichen Forschung tatsächlich in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden hat, in dem, was man als Kinderforschung, als Kindheitsforschung auch gerne bezeichnet. Und wenn wir denn schon mit dem Begriff spielen, die beiden Stiftungen überlegen, ob sie den Begriff Kinderbewusstsein als einen sensibilisierenden Begriff in Zukunft stärker verwenden wollen. Deswegen teste auch ich einmal, ob das Sinn macht und funktioniert. Wenn wir den Begriff denn berücksichtigen wollen, dann kann man sagen, dass in der Forschung in diesem Schritt einiges passiert ist. Was ist passiert? Es ist passiert, dass wir eine kinderorientierte Forschung machen. Und nun werden aber die Kinder befragt. Das ist die Idee dahinter. Wie bei der Jugendstudie, die Kinder bekommen ein Sprachrohr. Sie bekommen die Möglichkeit, die wir als Wissenschaftler haben, mit den Instrumenten, mit den Medien, die uns zur Verfügung stehen, ihre Meinung, ihre Einschätzung, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Die Stiftung Hänsel und Gretel möchte durch Informationen aus allen Blickrichtungen des Kinderschutzes ein stärkeres Kinderbewusstsein in der Gesellschaft prägen. Dabei spielt der Kinderschutzkongress eine große Rolle, sagte die erste Vorsitzende der Stiftung Hänsel und Gretel, Sozialministerin AD Barbara Schäfer-Wiegand. Ich freue mich zunächst einmal über die große Teilnehmerzahl. Das war überraschend für uns und es gibt selten Kongresse, die also sozusagen bis auf den letzten Platz ausgebucht sind. Das zeigt schon, dass die Thematik des Kongresses den gesamten Bereich der Kinderschutzorganisation und Verwaltung sehr angesprochen hat. Die Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Monika Stolz, sieht in dem Kinderschutzkongress eine gute Möglichkeit, die verschiedenen Organisationen und Menschen, die sich für den Kinderschutz einsetzen, besser miteinander zu vernetzen. Also ganz wichtig ist sicher die Botschaft, dass Kinderschutz alle angeht, nicht nur die Politik. Und dass alle, die mit Kindern zu tun haben, zusammenarbeiten müssen. Und dazu soll dieser Kongress auch Impulse geben, dass die verschiedenen Berufsgruppen, die mit Kindern zu tun haben, die mit Eltern zu tun haben, einen wachen Blick bekommen und auch Möglichkeiten sehen, dass sie zusammenarbeiten. Denn das ist das A und O des Kinderschutzes. Werkraum Karlsruhe hat mit einer Aufführung veranschaulicht, wie unerlässlich der Kinderschutz ist. Es kann eigentlich überhaupt nicht zu wenig Initiative ergriffen werden für Kinder, weil Kinder, ohne Kinder geht halt einfach nichts. Ne? Die sind sehr wichtig und wenn man Kindern früh genug Liebe gibt und Fürsorge und so weiter, dann haben sie natürlich umso weniger Probleme, wenn sie erwachsen sind. Logisch. Sau wichtig. Also das Gummi. Das Ballons. Gummi des Ballons, genau. Richtig. Das Gummi des Ballons stellt in diesem Falle die Grenze zwischen Luft und Helium dar. Okay. Der Ballon ist die Grenze, der Ballon bin ich. Okay. So, Jörgo. Was geschieht, wenn man die Grenze verletzt? Der Ballon geht kaputt. Ja.
Wollen wir das nicht mal alle gemeinsam versuchen? Verletzen wir doch mal das Gummi des Ballons. Trauen Sie sich. Ja, nehmen Sie einen Kugelschreiber zur Hand. Genau. Wow. Jorgo, probier mal. Was geschieht, wenn man die Grenze verletzt? Die Ballons platzen! Erfahrene Referentinnen und Referenten aus dem Kinderschutz gaben den Teilnehmern in den verschiedensten Fachforen wertvolle Anregungen. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, die Vernetzung zwischen einzelnen Institutionen hier herzustellen. Und ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt, der hier erreicht werden soll. Es ist sehr viel Information, die in den einzelnen Foren geboten wird. Aber wie gesagt, im Hintergrund halte ich es für sehr wichtig, dass sich die einzelnen Institutionen miteinander vernetzen. Und hier werden die Kontakte geknüpft, die dann später zu diesen Netzwerken führen. Bei den verschiedenen Ausstellern war es den Besuchern möglich, weitere Informationen zum Thema zu sammeln und Kontakte zu knüpfen. Am Stand der Konstanzer Puppenbühne wurde ein Theater aufgeführt, welches Kinder dazu bewegen soll, in schwierigen Situationen über ihre Erlebnisse zu sprechen. Hey! Hallo! Alles klar bei euch? Gar nicht. Ja, wie? Gibt's Probleme? Problema? Wir kriegen Besuch. Und der ist doof. Ja, wie? Sage mal, hätt ja keiner, wo sich darum kümmert, hä? Die Kinder dürfen Nein sagen lernen. Und natürlich auch die Erwachsenen, die ganz oft das Theaterstück ebenfalls sehen. Und dass Kinder lernen, sich zu wehren gegen unangenehme Berührungen und gegen aufdringliche Nähe eines Erwachsenen. Die Besucher waren vom Angebot des Kinderschutzkongresses sehr angetan und konnten auch viel aus den Fachforen mitnehmen. In einer Situation, wo man die Verantwortung für 100 und mehr Kinder und teilweise sehr schwere kranke Kinder trägt, seien darauf hingewiesen, dass eine der beiden Leute, als wir nochmal genau hingeschaut haben, bereits blaue Flecken hatte. Also hier waren die deutlichen Zeichen von körperlicher Gewalt bereits festzustellen. Im Abschlussforum wurden alle Erkenntnisse des Kongresstages noch einmal zusammengefasst. Aus dem orangen, dem grünen und dem blauen Forum wurden jeweils 3 Kernbotschaften formuliert. Der Kinderschutzkongress 2010 in Karlsruhe war wirklich ein großer Erfolg. Wir hatten 500 Teilnehmer, weit über 500 Teilnehmer, die sich in 3 Foren zusammengefunden haben, um 9 Thesen zu erarbeiten, die für den Kinderschutz in Baden-Württemberg durchaus an der einen oder anderen Stelle auch richtungsweisend sein werden. Wir können wirklich sehr zufrieden sein.